Hallo meine Lieben, ich bin Dr. Ami, ich bin Zahnärztin und in diesem Video möchte ich euch einige umweltfreundliche Produkte vorstellen, und zwar die Produktpalette von TP. TP Good heißt die. Also bleibt dran! Ich habe immer wieder von euch Fragen bekommen, ob ich auch umweltfreundliche Produkte empfehlen kann, ob ich da welche kenne. Und vor allem bei Zahnseide kam immer wieder die Frage, gerade auch bei diesen Zahnseide-Sticks, weil da wirklich viel Plastik dran ist, was dann jeden Tag weggeschmissen werden muss. Da haben mich ganz viele von euch gefragt, ob ich da auch umweltfreundliche Alternativen kenne. Und jetzt seit April gibt es diese Zahnseide-Sticks von TP Good aus biobasiertem Kunststoff. Und deswegen wollte ich ganz schnell dieses Video machen, weil sie jetzt endlich erhältlich sind und ich euch hiermit wirklich eine umweltfreundliche Alternative von Zahnseide-Sticks vorstellen kann. TP Good ist ein Produktsortiment von TP und alle Produkte von TP Good sind aus biobasiertem Kunststoff und damit sehr umweltfreundlich. Also als allererstes haben sie diese grüne Zahnbürste aus biobasiertem Kunststoff rausgebracht. Und dann haben sie so nach und nach ihr Produktsortiment erweitert. Sie hatten damals auch schon angekündigt, dass sie mit der Zeit ihr gesamtes Sortiment auf diesen biobasierten Kunststoff umstellen möchten. Und danach kamen dann auch verschieden große Bürstenköpfe raus. Also es gibt jetzt mittlerweile die Bürstenköpfe in den Größen Regular, Kompakt und Mini. Und dann auch in verschiedenen Farben. Also es gibt nicht nur die grüne, sondern auch noch gelb, rosa und blau. Also wenn man aus einer Familie, aus einem Haushalt die Zahnbürste benutzen möchte, dann kann man auch verschiedene Farben sich kaufen, um die unterscheiden zu können. Und dann haben sie auch einen Zungenschaber rausgebracht aus diesem Bio-Kunststoff. Und jetzt seit April ist auch der Zahnseide-Stick erhältlich aus Bio-Kunststoff. Und darüber habe ich mich mega gefreut, weil da so viele Nachfragen von euch kamen nach umweltfreundlichen Zahnseide-Sticks und ich euch jetzt endlich welche präsentieren kann. Ich habe immer vorgesagt, es gibt da keine gute umweltfreundliche Alternative, aber damit ist auf jeden Fall ein Riesenschritt in die richtige Richtung gemacht worden. Also alle Produkte aus diesem Sortiment TP Good sind aus Biokunststoff, also aus Biopolyethylen, um genau zu sein. Also der Griff, alles was vorher Plastik war, ist aus diesem Biokunststoff. Und zwar wird das aus Zuckerrohr gewonnen. Also aus Zuckerrohr wird Bioalkohol hergestellt und daraus wiederum wird dieses Biopolyethylen, also der Biokunststoff, hergestellt. Die Borsten der Zahnbürste, die werden aus Rizinusöl gewonnen. Und bei dem Zahnseide-Stick, das Stückchen hier ist halt noch Zahnseide, aber es ist teflonfreie Zahnseide. Aber der gesamte Griff besteht eben aus holzfaserverstärktem, biobasierten Kunststoff. Und auch die Verpackung dieser Zahnseide-Sticks wird aus Zuckerrohr gewonnen. Bei der Zahnbürste sind sie damit zu 95% klimaneutral. Also das CO2, was während der Herstellung, des Transports und der Verbrennung entsteht, wird zu 95% wieder in den Kreislauf zurückgeführt. Und bei den Zahnseide-Sticks sind es immerhin 85% des CO2s. Außerdem werden alle Produkte von TP mit grüner Energie aus erneuerbaren Quellen gewonnen. Ich habe auch im Internet ein Video gesehen von dem Firmengelände und dem Firmengebäude. Die Firma kommt ja aus Schweden und die haben da auch Solaranlagen auf dem Dach. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich diese Zahnbürste nicht benutze. Ich habe sie mir gekauft und ausprobiert. Sie ist auch gut. Aber für mich ist und bleibt die Curaprox Ultrasoft mein Favorit und die werde ich weiterhin benutzen. Das ist eine super gute Zahnbürste, also die Borsten sind weich, die haben auch einen ganz kleinen Bürstenkopf. Zumindest wenn man die Kompakt oder die Mini nimmt, dann kommt man sehr gut auch an schwierig zu erreichende Stellen, zum Beispiel ganz hinten, sehr gut hin. Also objektiv ist das eine super gute Zahnbürste. Aber aus meiner persönlichen Sicht mag ich trotzdem Curaprox noch lieber, weil die Borsten von Curaprox noch weicher sind, eine höhere Borstendichte haben und die Form von dem Bürstenkopf finde ich auch besser. Diese hier läuft spitz zusammen, was super ist, wenn man weiter hinten putzen möchte und dann nicht so gut ankommt. Das haben die gut gemacht, aber mich persönlich stört das ein bisschen beim Putzen, dass er oben schmaler ist als unten. Mich stört auch ein bisschen dieser Griff, der hier so breit wird, weil wenn ich hier mit ganz hinten putze, ist das ein bisschen im Weg, als wenn das gleich, alles gleich breit ist, so wie bei der Curaprox.
Und mir sind die Borsten trotzdem noch ein bisschen zu hart, auch wenn sie weich sind. Ich mag die von Curaprox mit den Korin-Filamenten einfach lieber. Das muss ich ehrlicherweise sagen. Aber für alle, die gerne eine umweltfreundliche Alternative benutzen möchten, kann ich die sehr ans Herz legen. Mega doll habe ich mich, wie gesagt, über diese Zahnseide-Sticks gefreut, dass es da endlich eine umweltfreundliche Alternative gibt. Dann gibt es ja noch den Zungenschaber aus Biokunststoff. Der ist auch gut, aber da könnte man theoretisch auch zum Beispiel einen aus Edelstahl nehmen, den man immer wieder heiß abwaschen kann. Da muss es nicht unbedingt Biokunststoff sein. Wenn man was Umweltfreundliches sucht, dann kann man eben auch einen aus Edelstahl verwenden. Und dann bin ich auch mega gespannt darauf, wenn Sie Ihre Interdentalbürstchen auf den Biokunststoff umstellen. Weil da fällt natürlich auch eine ganze Menge Plastik an. Und da bin ich gespannt drauf, wenn Sie die auch auf Biokunststoff umstellen. Ich werde dich auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Also sobald die Interdentalbürstchen aus Biokunststoff rauskommen, werde ich euch auch Bescheid geben. Und ja, die sind wie gesagt jetzt ganz frisch auf dem Markt seit April erhältlich. Ich verlinke sie euch einmal unten in der Infobox. Alle Produkte, die ich so genannt habe, verlinke ich euch unten. Und ansonsten gibt es die Produkte in jedem Fall auch in der Apotheke zu kaufen. Und die Zahnbürsten gibt es in den Größen Kompakt und Regular, meine ich. Die beiden Größen gibt es auch bei DM. Da könnt ihr auch mal schauen. Ja, dann hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt und über neue Videos informiert werdet. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.